Serienmörder sind die schlimmsten Verbrecher von allen. Denn sie gehen planvoll und strukturiert vor. Und die ermittelnde Polizei hat es besonders schwer, sie zu fassen. Das liegt in erster Linie daran, dass die Serienmörder in der Regel keinen Kontakt zu ihren Opfern haben, jedenfalls nicht vor der Tat. In 90% aller Mordfälle jedoch gibt es eine Beziehung zwischen Täter und Opfer. Und deshalb werden fast alle üblichen Mordfälle relativ rasch aufgeklärt. Beim Serienmörder ist das nicht so. Er geht nach eigenen Maßstäben vor, hat ein bestimmtes Opferprofil, das aber von den ermittelnden Beamten logischerweise erst nach geraumer Zeit und nach entsprechend vielen Opfern nachvollzogen werden kann. Diese Dokumentation beleuchtet das grausame Treiben der Serienmörder und macht deutlich, wie diese Menschen funktionieren und was sie zu diesen scheußlichen Taten treibt. Charles Manson ist einer der schlimmsten Killer. Er wurde 1934 als uneheliches Kind der 16-jährigen alkoholkranken Prostituierten Kathleen Maddox geboren. Die Mutter wanderte bald wegen Autodiebstahls ins Gefängnis und Charles Manson wurde von einem Verwandten zum anderen geschoben. Mit 16 kam er zum ersten Mal in Haft und danach immer wieder. Er war ein Krimineller von Anfang an. 1967 ging er nach San Francisco, machte etwas Musik und gründete eine eigene Kommune, die Manson Family. Er konsumierte, wie seine jungen und meist weiblichen Anhängerinnen auch, LSD und hing den Schriften vom irren Drogenpapst Aleister Crowley nach, versuchte Sinn in seine Abhängigkeit zu bringen. Doch alles wurde noch schlimmer. Er gründete eine Sekte und sah sich als Teufel und Heilsbringer in einer Person. Charles Manson, ein mäßig intelligenter und musikalisch eher unbegabter Mann, steigerte sich in einen Wahn. Dieser gipfelte darin, dass er am 8. August 1969 Susan Atkins, hier im Bild, und anderen Mitgliedern seiner Manson Family den Auftrag gab, in das Haus des Musikproduzenten Terry Melcher einzudringen und alle Anwesenden zu töten. Was Manson jedoch nicht wusste, war, dass Melcher sein Haus bereits verlassen hatte und der Filmregisseur Roman Polanski es mit seiner schwangeren Frau Sharon Tate bewohnte. In jener Nacht war eine Party in Polanskis Haus im Gange. Die Manson Family drang in das Haus ein und stand mit Küchenmessern bewaffnet plötzlich unter den Partygästen, die auf bestialische Weise umgebracht wurden. Im Drogenrausch stachen die Gangmitglieder Susan Atkins, Patricia Krenwinkle und Charles Tex Watson zunächst 37 Mal auf das ungeborene Baby in Sharon Tates Bauch ein. Danach wurde sie mit mehreren Messerstichen qualvoll hingerichtet. Zwei weitere Gäste wurden am Hals mit einem Seil zusammengebunden und erstickten qualvoll. Mit dem Blut von Sharon Tate schrieb Pat Krenwinkle das Wort Pig an die Haustür. Am 29. März 1971 verurteilte die Jury die vier Angeklagten zum Tod in der Gaskammer. Da die Todesstrafe jedoch 1972 abgeschafft wurde, befinden sich die Angeklagten noch heute im Staatsgefängnis. Noch grausamer war dieser Mann, Albert Fish. Er wurde am 18. Mai 1870 geboren und wuchs in Heimen auf. Er heiratete und gründete eine Familie. Als seine Frau davonlief, offenbarte sich seine scheußliche Identität. Im Mai 1928 las Fish die Anzeige eines 18-jährigen Jungen, der einen Job suchte. Fish meldete sich daraufhin und besuchte die Familie. Fish verstand es, sich gut gekleidet als netten alten Herren zu verkaufen und die ganze Familie zu täuschen.
Als er festgenommen wurde, war er wie ein alter, freundlicher Großvater und er wirkte völlig harmlos. Aber er war ein unglaublich verstörter Kindermörder, der eigentlich sein ganzes Leben damit verbrachte, für junge Kinder zu beten. Fish hätte immer leicht als Großvater eines jeden durchgehen können, aber er war nicht der alltägliche Großvater. Edward Budd war überwältigt von dem Sommerjob des warmherzigen Großvaters. Und auch die Eltern des Jungen hatten das Vertrauen des netten alten Mannes gewonnen. Aber als er das erste Mal seine Augen auf Grace Budd, die kleine Schwester von Edward Budd, richtete, änderte er plötzlich seinen Plan. Er war verzaubert von dem kleinen Mädchen und versprach Edward, in ein paar Tagen zurückzukommen, um ihn zu seinem Bauernhaus zu bringen. Er bestand allerdings darauf, das Mädchen am späteren Abend auf die Geburtstagsparty seiner Nichte mitzunehmen. Erst waren sich die Eltern sehr unsicher, aber dann erlaubten sie der kleinen Grace mitzugehen. Und sie würden ihre Tochter nie wieder lebendig zu Gesicht bekommen. Im Jahre 1930 war das Verschwinden von Grace Budd immer noch ungeklärt. In der Zwischenzeit machte es Fish zur Leidenschaft, obszöne Briefe an Witwen zu schreiben, deren Adressen er durch verschiedene Anzeigen herausfand. Er war kein freundlicher Durchschnittsbürger, er war nicht an einem Diner oder Kinoabend interessiert. Fish stand sein ganzes Leben lang unter psychiatrischer Beobachtung, mal mehr und mal weniger. Die Ärzte diagnostizierten später, dass Fish eine anormale psychopathische Personalität hatte, aber eigentlich fanden sie nicht, dass er geisteskrank war. Es war 4 Jahre, bevor die Überreste von Grace Budd entdeckt werden sollten. Der Fall wurde gelöst, weil Fish einen letzten angsteinflößenden Brief schrieb. Aber dieser Brief wurde direkt zu den Eltern der kleinen Grace Budd geschickt, die mittlerweile durch das Verschwinden ihrer Tochter schon völlig verstört waren. Fischs Höllenbrief war ohne Absender, aber aufgrund des Stempels der Poststation konnte die Polizei den Brief zurückverfolgen. Sie spürte ihn auf und nahm ihn fest. In seinen privaten Sachen fand die Polizei alte Zeitungsausschnitte über Fritz Hamann, den deutschen Vampir, der junge Männer tötete, bevor er ihr Fleisch auf dem Marktplatz verkaufte. Ein völlig aufgebrachter Polizist fragte Fisch nach der Kannibalisierung von Grace Budd. »Es hat sich einfach so ereignet«, antwortete er. Fish wirkte wie eine Inkarnation all dieser märchenhaften Monster, von denen alle Menschen so fasziniert und beeindruckt sind. Besonders die Kinder, für die ist das ein bisschen wie die Hexe von Hänsel und Gretel oder so. Es ist diese harmlose alte Person, die dir Süßigkeiten anbietet und sich dann in einen Kannibalen verwandelt. Es gibt etwas sehr Faszinierendes, wenn man diese mystischen Monster sieht, wie eine Erfindung der Gebrüder Grimm. Und das passiert hier aber in der realen Welt. Fish wurde verantwortlich gemacht für den Mord an Grace Budd. Und er gab zu, noch mindestens 100 andere Straftaten begangen zu haben. »Ich hatte Kinder in jedem Staat«, sagte er. Er wurde zum Tode auf dem elektrischen Stuhl verurteilt, im Sing Sing-Gefängnis. Jeffrey Dahmer war das Milwaukee-Monster. 1960 geboren, musste er häufig umziehen und hatte keine Freunde. Es bereitete ihm Freude, Tiere zu quälen und zu öffnen. Er war krank von Anfang an. Dahmer war homosexuell und liebte den Alkohol und hatte eine Vorliebe für bestimmte Körpertypen und Kannibalismus. Er ging in homosexuellen Bars und lockte dann die Opfer zu sich in die Wohnung und versprach ihnen Drogen, Drinks und Sex. Im Alter von 18 Jahren hatte er bereits seinen ersten Mord begangen. Ich glaube, das Überraschendste an Dahmer war, dass er sehr freundlich auftrat. Er gab überhaupt keine Hinweise, dass er ein wildes Individuum war. Auf eine merkwürdige Art und Weise war er das auch nicht, denn eine Sache, die er besonders betonte, war, dass er keine Gewalt und kein Leiden mochte, wie andere Serienkiller, zum Beispiel John Wayne Gacy, der Gefallen daran fand, seine Opfer zu quälen und ihnen weh zu tun. Dahmer hingegen wollte ihn auf dem schnellsten Wege das Bewusstsein nehmen, das tat er dann mit Drogen oder Gift. Danach konnte er dann seinen sexuellen Akt vollbringen. Er wollte nicht gestört werden von ihnen und wollte auch keine Gegenwehr haben. Sein Gedanke war, lebende Zombies zu kreieren, mit denen er dann Sex haben konnte. Er goss mit einem trichterartigen Gegenstand Säure in die Schädel der Opfer, nachdem er ein Loch in den Kopf gebohrt hatte, um sie zu Zombies zu machen. Er erwürgte seine Opfer, als sie unter einem starken Beruhigungsmittel standen.
welches nicht nur seine Opfer zu sich nahm, sondern auch er selbst. Er trank auch sehr viel Alkohol. Bei seiner Verhandlung zeigte er dann sogar Reue, auch wenn er das nicht vorhatte. Ich würde sagen, dass Jeffrey Dahmer irgendwie ein Rätsel bleibt. Er war einer der Serienkiller, die wirklich Gewissensbisse hatten und Reue zeigten. Und er war auch kein Sadist, aber er beging die abscheulichsten Taten, die man sich nur vorstellen kann. In one of the incidents, Dahmer had gotten a young man to come to his apartment with him. Eine Tat von Dahmer war folgende. Er wollte einen asiatischen Jungen zu einem Sexsklaven machen und dann versuchen, ihm in den Kopf zu bohren. Während dieser Tat, der Junge war bewusstlos, verließ Dahmer die Wohnung, um Alkohol zu holen. Da kam der junge Mann wieder zu Bewusstsein, ging nackt auf die Straße und dann riefen einige Bürger die Polizei. Und als dann die Polizei kam, es folgte ein Feuerwehrtruck, und mit diesem jungen Mann dort stand, kam Dahmer zurück. Er konnte die Polizei davon überzeugen, dass es sein Liebhaber von ihm sei. Und die Polizei brachte Dahmer und den Jungen zurück zu seinem Haus. Dort konnte er seinen Führerschein nicht finden. Er versicherte aber der Polizei, dass der Junge mindestens 18 Jahre alt war und dass er ein Liebhaber von ihm war. Die Polizei glaubte Dahmer und verließ die Wohnung. Danach brachte Dahmer den jungen Mann natürlich um. In dem Mietshaus beschwerten sich die anderen Mitbewohner irgendwann über eklige Gerüche und die häufige Benutzung einer Kreissäge. Dahmer erklärte später, dass die Gerüche von verdorbenem Fleisch aus seinem Kühlschrank wären und dass er die Säge benutze, um Möbel zu bauen. Aber was die Polizei fand, erzählt eine andere Geschichte. Dahmers Art von Kannibalismus setzte sich aus Perversion und der Macht, ein Opfer zu besitzen, zusammen. Er wollte seine Opfer konsumieren, um sie ein Teil von sich zu machen. Zur gleichen Zeit sprach er auch davon, dass es ihn kräftiger und stärker machen würde, wenn er seine Opfer konsumieren würde. Es würde ihm ein neues Potenzial geben, um ein neues Level des Existierens zu erreichen. Es gab auch einen sexuellen Aspekt zu Dahmers Art des Kannibalismus. Er kochte bestimmte Körperteile immer auf eine bestimmte Art und Weise. Dann nahm er sie zwischen Akten der Selbstbefriedigung zu sich und so bereitete er sich darauf vor, ein neues Opfer zu suchen. Es war eine Art Ritual. Für die meisten sadistischen Serienkiller ist der Tod nur eine Folge der Folterungen, welche dem Opfer angetan wurden. Im Gegensatz dazu hat Jeffrey Dahmer getötet, um eine Beziehung zu bekommen. Er wollte unbedingt eine Beziehung haben. Und weil er immer wieder Rückschläge von menschlichen Wesen erlitt, war die einzige Beziehung, die er aufbauen konnte, mit Leichen. Also praktizierte er Nekrophilie und Kannibalismus. Das war der einzige Weg, um Freunde zu erlangen und die Freundschaften zu pflegen und seine Freunde um sich zu haben und nicht wie in der Vergangenheit, wo ihn jeder verlassen hatte. Dahmers Fall ist eine wirklich tragische Geschichte über den Einfluss seiner Fantasie auf das menschliche Gehirn. Er hat nicht begonnen, urplötzlich Menschen umzubringen. Es begann mit einer Fantasie, einen Mann bewusstlos zu schlagen und dann Sex mit ihm zu haben. Er hat sich lange mit diesem Gedanken auseinandergesetzt, immer und immer wieder. Und irgendwann konnte er diesem Gedanken nicht mehr standhalten und tat es einfach. Mein Bruder folgte ihm zu seiner Wohnung. Dann bot er meinem Bruder ein Bier an. Er ging zum Kühlschrank, öffnete das Bier, goss einen kleinen Schluck in das Glas und gab es meinem Bruder. Mein Bruder trank das Bier und wurde bewusstlos. Und als mein Bruder bewusstlos war, versuchte Dahmer irgendein Experiment mit ihm zu machen. Ich sagte, wenn mein Bruder eins der Opfer ist, wo ist dann sein Körper? Wie kann ich ihn identifizieren? Die Polizei sagte, wir haben ihm 100 Fotos gezeigt und er zeigte uns alle Leute, die er umgebracht hatte. Und ihr Bruder war einer davon. Dann fragte ich, wo denn sein Körper sei. Und ich werde niemals den Blick des Polizisten vergessen. Er sagte,
Und er sagte, alle Tode waren grausam, aber ich kann Ihnen sagen, dass der Tod Ihres Bruders einer der grausamsten Morde von allen war. Und ich sagte, dass ich nur schlimme Sachen in den letzten 12 Tagen gehört hatte. Was kann noch grausamer sein als das? Im Gegensatz zu Fish oder Chikotilo empfand Dahmer Reue und Gewissensbisse seinen Opfern gegenüber. Aber die Geschworenen fühlten wenig Sympathien für ihn. Sein Anwalt plädierte für die Geisteskrankheit seines Mandanten. Das Gericht machte Dahmer für 17 Morde verantwortlich. Er wurde für eine über 900-jährige Gefängnisstrafe verurteilt. Vor der Verhandlung wurden die Familien gebeten, ihre Verwandten zu identifizieren. Wir wurden alle in einen Raum gebracht, die ganzen Familien. Und dann wurde jeder Familie erzählt, was Dahmer mit seinen Opfern getan hatte. Uns wurden nicht die genauen Details erzählt. Er hatte ihn ja auch schon getötet. Ich wusste nicht, dass sie uns erlauben würden, selber etwas dazu zu sagen. Ich hatte solch eine Angst, dass ich als Letztes aussagen würde. Und ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass ich so reagieren würde. Eigentlich wäre ich am liebsten aufgesprungen und hätte mir ihn geholt. Aber das hätte auch nicht weitergeholfen. Uns wurde mitgeteilt, dass wenn wir in irgendeiner Form ausflippen sollten, dann hätte es eine neue Verhandlung gegeben. Und das wollte ich nicht noch einmal durchmachen. Ich persönlich bin ausgeflippt. Ich musste da rausgebracht werden und wurde medizinisch versorgt. Ich hatte so starke Kopfschmerzen. Es hatte sich so ein starker Schmerz in mir aufgebaut. Und ich hatte bisher diesen Mann auch noch nie persönlich zu Gesicht bekommen. Und ich bekam so eine Angst, als ich ihn dann sah. Er saß da wie ein Zombie. Da konnte ich ihn nur noch hysterisch anschreien. Und das machte mich dann erst richtig fertig. Dahmer bekannte sich schuldig für alle Morde in einem 159-Seiten-Dokument und entschuldigte sich später bei allen Familien in seinem letzten Statement. Es war das längste Geständnis, was ich in meinem Leben gehört habe, auf 159 Seiten festgehalten. Ich weiß, dass es vollständig war, denn alles, was Dahmer den Behörden gestand, war wahr. Es wurde alles geprüft und ich dachte mir, dass es gut sein würde, für Jeffrey Dahmer sein Geständnis abzugeben. Es war ein ehrliches und herzliches Geständnis von Jeffrey Dahmer. Ich fühle mich so schlecht, weil ich das diesen armen Familien angetan habe und ich habe Verständnis für ihren Hass gegen mich. Ich hätte bei Gott bleiben sollen, ich hab's versucht und das ist fehlgeschlagen. Ich habe einen Holocaust verursacht. Im Jahre 1994 wendete sich dann das Blatt. Dahmer traf sein Schicksal. Während er den Boden im Gefängnis zusammen mit einem anderen Insassen, Christopher Scarver, angeklagt wegen Mordes reinigte, wurde er zu Tode geprügelt. Die Gefängniswärter fanden das Milwaukee-Monster tot auf dem Boden. Jeffrey Dahmer. In diesem Gefängnis in Wisconsin bekam Jeffrey Dahmer mehr Post als alle anderen Insassen zusammen. Und es gibt eine Menge Insassen, die der Öffentlichkeit etwas mitteilen wollen. Sie wollen sagen, dass sie unschuldig sind oder etwas anderes. Das geht natürlich nicht, wenn sie mit dem wichtigsten Mann des Jahres im gleichen Trakt sitzen. Das ist unmöglich dann. Also entsteht eine Menge Hass und Neid in Gefängnissen gegen genau solche Leute wie Jeffrey Dahmer, die so viel Aufsehen erregen und sogar zu den wichtigsten Persönlichkeiten des Landes gehören. Nach Dahmers Tod wollte seine Mutter, dass sein Gehirn in einem Glas mit Formaldehyd aufbewahrt wird, um es dann für Studienzwecke freizugeben. Aber sein Vater wollte den Wunsch seines Sohnes erfüllen und wollte seinen Leichnam verbrennen lassen. Das Gericht entschied sich dann für den Wunsch von Mr. Dahmer. If I had access to Jeff Dahmer when he was a pre-adolescent. Wenn ich Zugang zu Jeffrey Dahmer gehabt hätte, als er noch ein Kind war, und ich gemerkt hätte, wie viel Spaß und Freude ihm das Töten und Quälen von Tieren macht, das Überfahren auf der Straße und seine Vorliebe für das Sezieren und Zerstückeln von Tieren, dann wäre ich auf jeden Fall aufmerksam geworden und ich hätte etwas dagegen unternommen. Und man hätte seine negative Entwicklung somit unterbinden können. That would take him to violent offenses later on in life. The only mystery would be what Dahmer was like. Das einzige Geheimnis bleibt, wie Dahmer sich verhalten hat in den 5 Minuten, bevor er seine Morde begangen hat. Ich persönlich denke, dass er sich ähnlich verhalten hat wie der Killer in Schweigen der Lämmer.
als er anfing, seltsame Geräusche zu machen und anfing, um die Körper herumzuspringen. Ich glaube, dass er sich so verhalten hat. Er hat nie darüber geredet. Dahmer hat auch nie über seine Geisteskrankheit gesprochen. Dahmer hat auch niemals gesagt, dass er Halluzinationen hatte oder Stimmen hörte. Er war einer der ehrlichsten Mandanten, die ich jemals hatte. Aber Dahmer konnte mir nie sagen, wie er sich verhielt in den 5 Minuten, bevor er seine Morde beging. Ich glaube, er wurde wahnsinnig und der Mann, den er als letztes umbringen wollte, der ihm aber dann entkam und die Polizei kontaktierte, teilte mir mit, dass Dahmer kurz bevor er ihn verletzen wollte, anfing, komische Laute zu machen und sich merkwürdig verhielt. Und ich glaube, dass dieses Rätsel nie gelöst werden wird. Es gibt keine Aufnahmen, keine Zeugen, nichts. Das ist wohl das einzige Rätsel, welches nie gelöst werden wird. Alles andere ist kein Rätsel. Einige dieser schrecklichen Morde, gerade die, die mit Kannibalismus oder Vampirismus zu tun haben, oder die nekrophilen Morde, weisen noch ein ganz anderes Merkmal vor, welches von der Wissenschaft eigentlich immer außer Acht gelassen wird. Und das ist das Konzept des Bösen. Manche dieser Verhaltensmuster kommen direkt aus der Hölle. Es ist eigentlich ganz normal, aggressive Gedanken zu haben, die aber nicht gleichzeitig in mörderische, aggressive Verhaltensweisen umgesetzt werden. Aber Serienkiller fangen sehr früh an, sehr viele Fantasien zu entwickeln, in denen sie meistens Sex und Gewalt miteinander verbinden. Und weil sie diese Fantasien nicht mit anderen Leuten besprechen können, sind sie auf sich allein gestellt. Sie haben diese Fantasien über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg. Und diese Fantasien entwickeln sich immer stärker und häufiger. Und wenn sie anfangen zu töten, ist das eigentlich die Verwirklichung ihres Traums. Sie versuchen, diese Fantasien, denen sie ihr ganzes Leben lang hinterhergelaufen sind, zu perfektionieren. Und weil sie diese Perfektion niemals umsetzen können, begehen sie immer mehr Morde. Immer mit der Hoffnung, es beim nächsten Mal besser zu machen, den perfekten Mord zu begehen. Laut Statistik ist ein Serienkiller zu Beginn seiner Mordserie zwischen 16 und 24 Jahre alt, männlich, weiß, Einzelgänger und lebt nicht in einem normalen Familienverbund, sondern bei Pflegeeltern oder im Heim. Auffallend bei nahezu allen vom FBI untersuchten Serienmördern ist, dass sie keine echte Beziehung zu anderen Menschen aufbauen können. Es gelingt ihnen nicht, die Bedürfnisse anderer zu erkennen und auf diese einzugehen. John Wayne Gacy ist ein grausames Beispiel für eine solche Killerbestie. Er tötete 33 Jungen und junge Männer. Auch er hatte eine trostlose Kindheit, die von der Alkoholsucht seines Vaters und dessen blinder Gewalt überschattet war. Er wurde am 17. März 1942 geboren. Mit 26 Jahren, im Jahre 1968, war Gacy wegen sexuellen Missbrauchs eines Jugendlichen zu einer 10-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Aufgrund guter Führung hatte man ihn jedoch schon nach 2 Jahren auf Bewährung entlassen. Mitte 1972 war er wegen Körperverletzung vorübergehend im Gefängnis. Er hatte einen jungen Mann verprügelt. Das Verfahren verlief jedoch im Sande, weil dieser nicht vor Gericht erschien. Gacy wurde daraufhin wieder freigelassen. Angefangen hatte die Mordserie Gacys im Januar 1972. Als 4 Jahre später seine zweite Frau mit der Familie auszog, eskalierten die Morde. Jeden Monat brachte Gacy einen Mann um. Am 11. Dezember 1978 wurde der 15-jährige Robert Piest als vermisst gemeldet. Piest wollte zum Bauunternehmer Gacy, der ihn einen Job in Aussicht gestellt hatte. Gacy stritt ab, Piest je getroffen zu haben. Die Polizei ließ Gacy jedoch offen beschatten, vernahm seine Freunde, Geschäftspartner und Bekannte und durchsuchte schließlich Gacys Haus. Gacy gestand daraufhin, dass unter dem Betonboden der Garage die Leiche eines homosexuellen Freundes lag.
Er hätte ihn 1972 in Notwehr getötet und später dort vergraben. Im Haus selbst wurde unter einer Falltür ein Hohlraum entdeckt, in dem drei halbverweste Leichen und Körperbestandteile anderer Toter lagen. Gacy gestand daraufhin den Mord an Piest und weiteren Männern. 29 Leichen hatte er unter seinem Haus verscharrt und mit Beton übergossen. Einige der Opfer waren Jugendliche, die Gacy in seiner Firma angestellt hatte. Die Opfer waren zwischen 14 und 21 Jahren alt, alle auf grausamste Weise und qualvoll getötet. Gacy wurde schuldig gesprochen und zur Todesstrafe verurteilt. Am 10. Mai 1994 wurde er im Staatsgefängnis von Illinois durch eine tödliche Injektion hingerichtet. Seine letzten Worte waren: "Kiss my ass." Richard Speck ist einer der kältesten Serienkiller Amerikas. Er bringt weder Gefühle für andere Menschen auf, noch für dessen Leiden. Speck war ein klassischer Krimineller, der schon mit 20 Jahren knapp 40 Mal verhaftet worden war. In jener Zeit war er mit einer 15-Jährigen verheiratet und hatte ein Kind mit ihr. Speck galt als impulsiv und gewalttätig. So hatte er eine 65-jährige Frau beraubt und vergewaltigt und eine Kellnerin getötet, die seine Annäherungsversuche zurückwies. Alle seine früheren Morde sind unklar. Bekannt ist er für seine Tat am 13. Juli 1966. Er war bewaffnet mit einem Messer und einem Gewehr in ein Schwesternwohnheim eingebrochen und wurde dort von 9 Schwesternschülerinnen überrascht. Er fesselte alle und zerrte sie nacheinander in ein anderes Zimmer. Dort verging er sich an ihnen und ermordete sie. Das Motiv: niemand sollte ihn identifizieren können. Eine 9. Schwesternschülerin hatte sich unter einem Bett versteckt und musste miterleben, wie Speck unmittelbar über ihr eine ihrer Freundinnen vergewaltigte und ermordete. Die Überlebende konnte Speck jedoch wegen einer Tätowierung identifizieren. Speck starb im Dezember 1991 in seiner Zelle an einem Herzinfarkt. Ein Frauenmörder mit Blutdurst und einem unberechenbaren Temperament. Mit seinen 42 Jahren hatte Bundy ungefähr 36 junge Frauen ermordet. Niemand weiß genau, wie viele es wirklich waren. Obwohl es einen Polizisten gab, der Bundy unter Schock stehend gefragt hatte, wie ein Mensch fähig sein kann, 36 junge Frauen umzubringen. Woraufhin Bundy antwortete: "Häng noch eine Nummer ran und du hast die richtige Zahl." Es gibt mindestens 200 Opfer von Serienkillern im Jahr. Und diese Nummer, obwohl sie sich sehr hoch anhört, verblasst im Vergleich zu den 18.000 Opfern von Einzelmorden im Jahr in den Vereinigten Staaten. Das Problem in diesem Land sind nicht die Serienmorde, sondern die tägliche Gewaltbereitschaft. Arbeitsplatzmorde oder wenn zwei Leute in die Bar gehen und einen Streit anfangen und der eine eine Pistole zieht und den anderen erschießt. Ein Problem auf der anderen Seite ist, dass Serienkiller sehr viele Leichen hinterlassen. Wir sprechen hier von einer kleinen Anzahl von Leuten, die einen sehr großen Schaden anrichten. Sie töten vielleicht 5, 10, 20 oder sogar mehr. Manche von ihnen haben Hunderte umgebracht. Und das ist ausreichend, um einen Großteil der Bürger Amerikas in Angst und Schrecken zu versetzen. Fritz Haarmann ging als Werwolf von Hannover in die Kriminalgeschichte ein. Haarmann kam aus einem bürgerlichen Elternhaus. Sein Vater war Unternehmer. Doch Haarmann hatte schon als Jugendlicher Halluzinationen und war antriebslos. Er pflegte homosexuelle Kontakte und trieb sich oft am Bahnhof herum. Weder beruflich noch privat konnte sich Haarmann jemals stabilisieren. Er bewohnte eine Dachkammer im Rotlichtviertel von Hannover. Von hier aus plante Haarmann seine Morde. Bei Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Verschwinden zweier Jungen geriet Haarmann schnell ins Visier der Fahnder. Unter Folter und Drohungen gestand Haarmann dann seine Taten.
Er tötete mindestens 22 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 22 Jahren. Harman wurde zum Tode verurteilt und am 15. April 1925 enthauptet. Ein Kannibale ist eine Person, die menschliches Fleisch isst. Es gibt wilde Diskussionen, ob der Kannibalismus ein vererbbares Charaktermerkmal aller Menschen ist oder animalische Impulse. Oder aber, dass der Kannibalismus nur in den Köpfen der Verrückten existiert, wie zum Beispiel bei den produktivsten Serienkillern. Kannibalismus ist die höchste Form der Aggression. Es gibt Stämme in der ganzen Welt, die den Kannibalismus in ihre Form der Kriegsführung eingegliedert haben. Sie erzielen den höchsten Sieg nicht nur durch das Töten ihres Gegners, sondern durch das Verspeisen seiner Überreste. Serienmörder wie Andrei Chikatilo haben auch noch Sadismus in ihre Kriegsführung eingegliedert. Auch sie haben auf die grausamste und sadistischste Weise ihre Opfer kannibalisiert. Es ist ihre Bemühung, den Opfern die höchste Form des Leidens und des Schmerzes zuzufügen. Es ist der sadistische Impuls, der das zerbrechliche Ego eines Serienkillers füttert. Und dieses Verlangen und die Gier nach Macht über andere menschliche Wesen zu stillen. Und genau beim Kannibalismus findet das statt. Anthropological evidence seems to suggest that, you know, cannibalism was a kind of activity that our pre-human. Anthropologisches Beweismaterial stellt dar, dass Kannibalismus eine Art Aktivität war, welche unsere menschlichen Vorfahren mit einer Unregelmäßigkeit ausübten. Dadurch gibt es meines Erachtens diesen Impuls bei den Serienkillern. Und eine andere Sache bei ihnen ist, dass sie auf eine ganz bestimmte primitive und altertümliche Art und Weise vorgehen. Genauso wie es bei unseren Vorfahren der Fall war. Viele von ihnen haben auch gesagt, dass sie durch den Kannibalismus ihr Opfer mit sich tragen können. Sozusagen eine Verbindung stattfindet. Man wird eins mit seinem Opfer. Jeder Serienkiller, der zum Kannibalismus neigt, macht dies aus starker Verzweiflung. Das ist die letzte Lösung für ihn. Jeder Serienkiller, der seine Opfer kannibalisiert, hat damit alle Regeln der Gesellschaft gebrochen. Psychologisch gesehen hat der Killer damit genau das Gegenteil von dem erreicht, was er wirklich wollte. Es kann sein, dass er einen temporären Adrenalinschub bekommt und sich somit gut fühlt. Aber was sein Selbstwertgefühl angeht, fühlt er sich nach so einem Mord immer schlechter als zuvor. Auf der anderen Seite, wenn er einmal mit dem Kannibalismus angefangen hat, ist alles möglich. Auch Fritz Harman wurde nachgesagt, er hätte das Fleisch seiner Opfer billig auf dem Markt verkauft. Doch nachgewiesen werden konnte dies nicht. Das FBI hat eine Klassifizierung von Serienmördern vorgenommen und sie in organisierte und chaotische Täter aufgeteilt. Der organisierte Täter ist meist überdurchschnittlich intelligent, beruflich integriert und sozial eher unauffällig. In der Regel verfügt er über ein Fahrzeug und trinkt Alkohol, ohne jedoch die Kontrolle zu verlieren. Kontrolle und Dominanz sind ihm äußerst wichtig. Die Wahl des Opfers, der Zeitpunkt der Tat und die Auswahl des Tatortes sind für ihn wichtige Ausgangspunkte. Meistens gehen sie ihre Tat zuvor in ihrer Fantasie genau durch und berauschen sich daran. Somit ist die Tatausführung die Erfüllung ihrer kranken Fantasie. Der chaotische Täter hingegen ist von geringer Intelligenz und hat keine festen sozialen Strukturen. Er mordet meist spontan und häufig in seinem Umfeld, in seinem Ort oder gar in der Nachbarschaft. Im Folgenden die weltweit schlimmsten Serienmörder der jüngeren Geschichte. Harold Shipman wurde als Dr. Tod bekannt. Er tötete im Zeitraum von 1975 bis 1998 mindestens 218 Menschen.
Seine Opfer waren ältere Patientinnen, die bis auf ein paar Beschwerden gesund waren und plötzlich starben. Der Doktor hatte ihnen eine Überdosis Morphium oder Heroin gespritzt. Kathleen Grundy, eine aktive, wohlhabende 81-jährige Witwe, wurde am 24. Juni 1998 tot in ihrem Haus aufgefunden. Doch die Tochter war Anwältin und sie hatte sich immer um die Angelegenheit ihrer Mutter gekümmert. Sie alarmierte sofort die örtliche Polizei. Und die kam ebenfalls zu demselben Schluss. So wurde dem Killer das Handwerk gelegt, nach vermutlich mehreren hundert Morden. Ahmad Suraji war ein Serienmörder, der zwischen 1986 und 1997 mindestens 42 Frauen und Mädchen ermordete und dafür hingerichtet wurde. Er gilt bis heute als der schlimmste Serienmörder Indonesiens. Er war Viehzüchter und ein beliebter Wunderheiler, der zusammen mit seinen drei Frauen in einem Außenbezirk von Medan wohnte. Nachdem sich Vermisstenfälle von Personen häuften, die bei ihm in Behandlung waren, erschien die Polizei und durchsuchte sein Grundstück. In einem nahegelegenen Zuckerrohrfeld wurde schließlich eine Leiche entdeckt, was zu seiner Verhaftung führte. Insgesamt wurden rund um sein Haus 42 Frauenleichen im Alter von 11 bis 30 Jahren entdeckt, die er in einem Zeitraum von 11 Jahren ermordet hatte. Der Russe Alexander Pitschuschkin hat mindestens 48 Menschen getötet. Bei den meisten seiner Opfer handelte es sich um ältere alkoholabhängige Männer, welche er einlud, mit ihm zu trinken. Wenn die Opfer dann stark alkoholisiert und nicht mehr zu einer Gegenwehr fähig waren, warf er sie in einen Kanal des Abwassersystems, wo sie ertranken. Auf Pitschuschkins Spur kamen die Ermittler, nachdem sein letztes Opfer, eine Arbeitskollegin, ihrem Sohn eine Nachricht hinterlassen hatte, in welcher sie ihm mitteilte, sie würde mit Pitschuschkin noch einen Spaziergang unternehmen und dessen Handynummer angab. Dieser Hinweis führte die Ermittler, die über 10 Jahre lang nur falschen Spuren folgen konnten, endlich auf die Fährte. In einer aufsehenerregenden Aktion konnten sie den Verdächtigen verhaften. Ebenfalls aus Russland stammt Andrei Chikatilo, der vermutlich deutlich mehr als 53 Menschen umbrachte. Seine Opfer waren Landstreicher, Prostituierte, Vernachlässigte oder verwaiste Kinder. Er versprach ihnen Süßigkeiten, Essen oder Geld. Frauen lockte er mit Geld oder Alkohol für einen Liebesdienst. Die Opfer begleiteten ihn in ein Waldstück, wo er mit einem Messer auf sie einstach und grausam verstümmelte. Um den Blick der Toten und Sterbenden nicht ertragen zu müssen, stach er ihnen die Augen aus. Er war der Ansicht, in die Netzhaut eines sterbenden Menschen fresse sich deutlich das Gesicht des Mörders. Am 20. Dezember wurde Chikatilo festgenommen. In einem späteren Verhör gestand er die Morde. Wegen 52-fachen Mordes wurde Andrei Romanowitsch Chikatilo zum Tode verurteilt. Der Amerikaner Jerry Leon Ridgway tötete mindestens 71 Frauen und Mädchen. Die Opfer waren in erster Linie Prostituierte, aber auch Ausreißerinnen und Anhalterinnen. Das jüngste Opfer war 15, das älteste 38. Die Vorgehensweise seiner Morde war immer die gleiche. Ridgway fuhr mit seinem Wagen durch die Straßenstrichs rund um Seattle, immer auf der Suche nach Prostituierten und Ausreißerinnen, die er in seinem Pickup lud und entweder zu sich nach Hause oder zu einem seiner Lieblingsplätze im Wald rund um den Green River fuhr. Dort hatte er erst Sex mit den Frauen, danach lief es immer nach dem gleichen Muster ab. Ridgway bekam lebenslänglich und sitzt noch immer im Gefängnis. In Pakistan ermordete Javed Iqbal mehr als 100 Straßenkinder. Er hat die Kinder auf der Straße angesprochen und angelockt. Dann hat er sie vergewaltigt und auf grausame Weise umgebracht.
Um seine Spuren zu verwischen, hat er sie in Säure gelegt. Er war die schlimmste Killerbestie von Pakistan. Der Richter verurteilte Iqbal unter Berufung auf das islamische Recht dazu, genauso zu sterben wie seine Opfer. Er wurde vor den Augen der Eltern der von ihm ermordeten Kinder gehängt, sein Körper in 100 Stücke zerschnitten und anschließend in Säure aufgelöst. Zusätzlich erhielt er für jeden Mord 7 Jahre Haft. In Kolumbien hat Luis Garavito 140 bis 300 Menschen getötet. Und man geht davon aus, dass es bis zu 600 Morde sind, die er begangen hat. Die meisten der Opfer sollen Straßenkinder gewesen sein. Ihre Leichen wurden mit durchschnittenen Kehlen und teilweise zerstückelt gefunden. Garavito soll sich in 59 Städten als Straßenhändler, Bettler, Mönch und Behinderter ausgegeben haben, um das Vertrauen der Kinder zu gewinnen. Er lockte die Kinder, meist Jungen zwischen 8 und 16 Jahren, mit kleinen Geschenken wie zum Beispiel Süßigkeiten, schlug und vergewaltigte sie, schnitt ihnen dann die Kehle durch. Im Dezember 1999 wurde der kolumbianische Serienkiller in einem ersten Urteil zu 52 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Und dieses Urteil bezog sich nur auf die Ermordung eines 11-jährigen Jungen. Der Franzose Marcel Petiot war Arzt und einer der grausamsten Serienkiller des Landes. Ihm kam die Polizei durch Nachbarn auf die Spur. Sie hatten sich über den ekelerregenden Qualm beklagt, der seit einiger Zeit dem Schornstein des Hauses entströmte. Was die Polizisten in dem dazugehörigen Heizungskeller sehen mussten, übertraf alles bisher Dagewesene. Neben dem Heizkessel und an den Kellerwänden erblickten sie aufgestapelte menschliche Leichenteile. Marcel Petiot wurde wegen Mordes an 27 Menschen verurteilt. Die Vollstreckung der Todesstrafe erfolgte im Mai 1946 durch die Guillotine. Eine weitere Killerbestie aus Kolumbien ist Pedro Lopez, der bis zu 300 Frauen und Mädchen umbrachte. Bis 1978 hat der Killer alleine in Peru ca. 100 Mädchen vergewaltigt und getötet. Er gestand bei den folgenden Verhören 110 Mädchen in Ecuador, vielleicht 100 in Kolumbien und viel mehr als 100 in Peru ermordet zu haben. 1994 wurde Lopez nach 14 Jahren Haft in Ecuador entlassen. Er bekam wegen guter Führung 2 Jahre erlassen. Eine Stunde später wurde er nach Kolumbien ausgeliefert und eingesperrt. Er wurde dort 1995 für unzurechnungsfähig erklärt, aber schon 1998 als geheilt entlassen und ist seitdem wieder auf freiem Fuß. In der Ukraine brachte der Serienkiller Terry Tach um die 100 Menschen um. Er hatte Mädchen und junge Frauen entführt, vergewaltigt und dann brutal erstickt. Auch nach ihrem Tode verging er sich noch mehrmals an den leblosen Körpern. Tach war Mitarbeiter der ukrainischen Polizei und er sagte über sich selbst, dass er eine Bestie sei und die Todesstrafe verdient habe. Doch er bekam die Todesstrafe nicht und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Liste der Serienkiller ist länger als man vermutet und die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher sein. Vor allem sind diese Killerbestien überall auf dieser Welt zu finden und sie tun es. Jeden Tag. Das Phänomen Serienmörder hat für viele eine bestimmte Faszination. In vielen Büchern und Filmen wurden sie bereits thematisiert und Das Schweigen der Lämmer ist nicht der einzige Spielfilm, der sich mit dem Thema beschäftigt.
Im Mittelpunkt steht immer die Dominanz des Täters gegenüber dem Opfer. Genau so, wie es sich in der Realität auch verhält. Diese Dominanz und das Dominieren sind die wesentlichen Punkte der Situation, die dann im Töten endet. Dieser Filmausschnitt macht dies deutlich. Wir nennen es einfach die Endstation. Es ist ein Kuohatsu 40300. Er leistet 117.000 BTUs. Das bringt die Temperatur da drin auf knapp 1000 Grad Celsius. Ich habe ein paar kleine Veränderungen vorgenommen. Unter anderem ist eine Wilcox-Ofenklappe drin, das verhindert eine Rauchgasexplosion. Ursprünglich wurde er mit Kohle befeuert, doch vor etwa 15 Jahren wurden die alle auf Erdgas umgerüstet. Dadurch brennen sie effektiver. Es könnten, ich würde sagen, bis zu 6 auf einmal in den Ofen. Das Ganze dauert so 15 bis 20 Minuten. Oh nein, Süße, nein. Ich habe den nicht für dich angemacht. Nein, bitte nicht, Liebling. Komm mit, komm, ich trag dich nach unten. Mann, du bist ganz schön hinüber, ha? Huh? Ist schon in Ordnung. Dafür bin ich ja hier. Das ist der Materialraum. Hier bin ich ungestört. Und kann ein bisschen nachdenken. Tja, obwohl ich nicht so ein Denkertyp bin. Meistens sitze ich ja nur rum. Kleine Kinder. Das ist schwer für mich. Hast du Kinder, Jane? Nein? Du möchtest welche? Ja. Jane, ich verstehe es nicht. Nein, ich verstehe es nicht. Du bist schön, intelligent. Was sollte das in dem Hotel? Es lief doch so gut für dich, also... Was war es? Du bist doch noch so jung. Du wirkst auf mich nicht wie eine Frau, die in Hotels arbeitet. Sondern wie eine Lehrerin oder Pflegerin. Hab ich recht? Krankenschwester. Das kann gut sein.